Michael, im Eiltempo drücken Union und SPD ja jetzt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag, damit schneller reagiert werden kann und um die Corona-Maßnahmen auch gerichtsfest zu machen. Wie schnell kann das gehen? Ja, steht am Mittwoch schon dann im Kalender des Deutschen Bundestags, zweite, dritte Lesung. Und damit wäre es verabschiedet, wenn es dann dabei bleiben wird. Bei der Anhörung gestern gab es relativ viel Kritik. Es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken. Also selbst wenn es dann im Gesetzblatt stehen würde, könnte es durchaus natürlich sein, dass es dann Verfassungsklagen gegen dieses Gesetz gibt, was auf der einen Seite dem Bundesgesundheitsminister dann die Möglichkeit gibt, auf dem Verordnungswege die Pandemie besser zu bekämpfen. Das wird kritisch betrachtet. Zu wenig Parlamentsbeteiligung hört man da immer wieder, auch wenn das Parlament das zuerst einmal absegnen muss. Zum Zweiten, der Paragraph 28a ist da interessant. Da wird nämlich einzeln aufgeführt, die Maßnahmen, die man ergreifen könnte bei gewissen Inzidenzzahlen. Daran können sich die Länder dann orientieren. Und das würde dann der Kniff sein, sozusagen, um das gerichtsfester zu machen, wenn es dann einmal schon mal im Gesetz steht, dass Beherbergungsverbote möglich sind, zum Beispiel. Nur, also da hat man zumindest die Hoffnung, dass Maßnahmen dann eher Bestand haben würden vor Gericht. Michael, ich möchte noch mal über ein anderes Thema sprechen. Meine Bayerns Ministerpräsident Söder, der fordert nämlich, dass die Querdenkerbewegung nun vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie begründet er das? Naja, er glaubt, dass das natürlich ein Konglomerat ist von Menschen, die tatsächlich zum Teil verfassungsfeindliche Überzeugungen haben. Da haben sich zum Beispiel ja auch Reichsbürger mit versammelt. Generell muss man natürlich vorsichtig sein mit solchen politischen Ansagen an den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz beobachtet ja aufgrund ganz klarer Kriterien. So habe ich zumindest auch mal Horst Seehofer verstanden, der politische Einflussnahme doch möglichst vermeiden wollte in einem anderen Zusammenhang. Also insofern muss man tatsächlich dann ein Fragezeichen setzen dahinter, ob jetzt von Ministerpräsidenten oder meinetwegen aus dem Kanzleramt oder aus dem Innenministerium der Verfassungsschutz sozusagen instrumentalisiert werden soll oder ihm oktroyiert werden soll zu beobachten. Das würde er im Zweifelsfall dann aufgrund klarer rechtlichen Bestimmungen dann auch selbst sicherlich tun. Michael, danke schön für diese Erklärungen.